Die Stadt Istanbul liegt in Asien und in Europa, zwischen zwei Welten förmlich hier am Bosporus. Und zwischen zwei Welten ist auch mein Gast im Dialog groß geworden. Als Sohn einer algerischen Arbeiterfamilie ist er in Deutschland aufgewachsen. Und er kümmert sich seit Beginn des arabischen Frühlings um vor allen Dingen die Jugend in den arabischen Ländern. Er führt sie zu Debatten zusammen. Belabes Benkreda, Sie sagen, wenn man diesen Debatten nicht Raum gibt, dann wird es sehr gefährlich. Das wird noch gefährlicher als der IS im Augenblick. Richtig, denn die Jugend in der arabischen Welt braucht Räume, in denen debattiert werden kann. Es gibt immense Herausforderungen in der gesamten Region. Und in der Abwesenheit von Räumen, in denen konstruktiv auch über diese Probleme gesprochen und debattiert werden kann, bietet sich dann erst die Chance für Radikalisierung und alle möglichen Probleme.